über 4000. Okay, bei dir kriegt man gleich drei neue Sachen. Alexithymie, keine Ahnung, und Panzer des Koios. Okay. Gibt Neues in den Docks. Ach, so schnell kann ich ja nochmal nicht lesen. Besiege 6 Gegner, um den nächsten eingehenden Schaden zu verhindern. Das ist mal nicht schlecht. Die Emotionen anderer sind ja irre. Du kannst verursachten Schaden nicht sehen. Okay. Rune der Akrobatik. Ja, wir haben das Ding dazu, dann lass uns das doch einfach mal ausrüsten. Ja, offensichtlich können wir das nicht sehen. Ah ja, was genau machst du eigentlich? Wie Gegner über dir Schaden hinzu und macht sich verwundbar. Okay. Ah, jetzt haben wir genügend. Ja, so schwer. Ja, schon klar. Drei Rüstung und zwei Geschick. Das heißt, wir könnten zum Beispiel. Na, Vitalität. Ja. Ja, mal sehen, vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen was dazu. Ich bin ein großer Fan, Sachen erstmal ein bisschen auszumaxen. Das auch. Ha, sind wir so ziemlich bei null, ja? Ha. Also wir sehen leider nicht, wie viel Schaden noch. Uns irgendwas Neues, oder? Waldläufer Stufe 2. Ja. Ja, wir haben ein bisschen was eingelagert. Es war nicht besonders viel, aber besser als nichts. Irgendwie nach unten, oh nein. Ah, okay.
können wir erstmal hier drüben in der Nähe des Anfangsgebietes sozusagen. Traumfänger. Marmorstatuette. Also wir sind schon bei 105 und na gut, dann lassen wir das erstmal. Irgendwie genau hier oder so, aber ich weiß nicht, was man da machen soll. Oder ist das ein Geheimversteck? Ist da bestimmt irgendwas sein, wo man noch oben fliegen muss? Wo stand das Reise? An der gegenüberliegenden Wand. Ah, gegenüberliegende Wand. Ah, okay. Okay, ich habe es komplett lesen müssen. Das irgendwie weniger Mana, woran liegt das eigentlich? Oder liegt das einfach an deiner Waldläufer? Plus 10% Stärkung geschickt. Mana gut. Vielleicht ist Mana gut nicht so gut wie das, was die anderen haben. Das werden ja nicht sofort wieder rausgeschmissen werden. Wissensräume beinhalten Objekte, Gegenstände. Niemals. Okay. Was es hier zu wissen gibt. Vielleicht war das das magische Wissen. Ja, jetzt ist irgendwo was drin. Willkommen, Reisender. Dieser Ort ist nicht vielen bekannt. Und das ist auch gut so. Jede Person hat einen Ort verdient, an dem sie sich selbst sein, in dem sie sie selbst sein kann. Okay. Die Zeremonie der Rückkehr naht und ich habe im Hinblick auf die Rebellion noch keine weiteren Maßnahmen ergriffen. Wenn ich das Dorf angreife, könnte ich die Rebellen zerballen, bevor sie ihren Zug machen können. Doch das wäre nur eine vorübergehende Lösung. Greife ich jetzt an, lege ich meine Pläne offen. Ich kann die Rebellion niederschlagen, doch dann werde ich nie erfahren, welcher der Estuare das Lager gewechselt hat. Es gibt nur einen Ausweg aus diesem Dilemma. Ich werde die Zeremonie wie geplant stattfinden lassen. Im Eifer des Angriffs wird sich mir der Verräter offenbaren, das weiß ich. Ich habe eine geheime Wachtruppe abgestellt, die sich bereithält, um die Verteidigung an den Toren im letzten Moment zu verdoppeln. Der Pöbel wird auf der Brücke gefällt werden, wie morsche Bäume. Und was die Rebellen angelangt, die bei der Zeremonie im Hinterhalt lauern, um sie kümmere ich mich persönlich. Keine Kinkerlitzchen, kein Verrat. Ich werde allen zeigen, was ein Lord von einem Leibeigenen unterscheidet. Ich werde sie niedermähen, einen nach dem anderen, und ihnen das rebellische Gedankengut für alle Zeiten austreiben. Dies ist die einzige Lösung. Lasst sie kommen. Ah. Also sollte man hier langsam ändern. Mmh.
Hey, das habe ich denke ich übersehen. Ah, hier noch einen. Vielleicht braucht man da dann eine spezielle Fähigkeit, um das dann lesen zu können. Oh, jetzt aber mal Silber tun hier. Sofort kämpfen wir, wir haben natürlich noch nicht besonders viel hier, sagen wir mal, erreicht. Von daher erkunden wir natürlich gerne noch ein bisschen. Irgendwo da mussten wir getroffen werden, praktisch. Ja, Truhen hier, okay. Das ist ein Riesenraum. Ich meine, da gibt es noch eine Truhe. Geheimgang. Ah. Okay, und dafür sind auch gleich beide Räume verbunden. Na gut. Ja, dieser Schadensblockbonus würde uns ja sicherlich auch schon ein paar Mal geholfen haben. Dass ich da jetzt jedes Mal genau drauf achte. Vielleicht. Mhm.
etwas eine. Vor allen Dingen meine Bewegung nach links ist relativ off-center, wie man sieht meistens. Ich müsste eher nach rechts weitergehen, oder? Also im Sinne von da noch mehr Räume sein, das dachte ich mal, das ist jetzt hier wahrscheinlich nicht so viel ist. Hat sich denke ich sogar gelohnt. Irgendwo muss es ja dann wieder runter in diese Hölle gehen. Ja. Das haben wir auch gerade gefunden. Na gut, können wir auch mal reingehen, dann kriegen wir wenigstens einen Teleporter dort unten. Also, nur weil wir jetzt einen kriegen, heißt natürlich nicht, dass wir ihn sofort benutzen müssen. Das ist ja, denke ich mal, trotzdem kürzer, so rumzugehen. Okay, dann mal hier lang gleich noch. Also rein theoretisch müssen sich hier drüben diese Räume ja verbinden, ja. So, hier ein weiterer Teleporter. Also das ist jetzt so ein bisschen die Überlegung, wir könnten das hier oben so noch gerade mitnehmen und dann versuchen, den Boss gleich anzugreifen. Wo wir eben zum Beispiel diesen Challenge-Raum dann, ob wir dann noch machen. Der ja tendenziell uns immer ein paar HP kostet. Okay, da ist der letzte Raum von da aus noch.
So viel zu kenne deine Sprunghöhe. Natürlich. Halt, die Sache ist halt, wenn man halt diesen Challenge-Raum macht, gehe ich ja mal raus, es wird doch einiges an Schaden nehmen werden. Und jetzt haben wir halt diesen. Ich meine, direkt darüber ist dieser Heil-Dings, ne? Der Challenge-Raum ist der da drüben, ne? Ja. Okay, wir schauen uns trotzdem erst nochmal das hier drüben an. Na gut. Von da aus dahin. Probieren lassen? Nein. Okay. So, jetzt brauchen wir quasi die Heilung sowieso schon. So, dann lassen Sie natürlich hier hochgehen. Schauen wir uns jetzt nochmal die ganze Geschichte an. Also mit Bogenschütze auf jeden Fall ziemlich schwer. Ich habe bei sowas doch wesentlich weniger Hits rein. Man könnte jetzt sagen, okay, du musst nicht so nah ran, ne? Aber. Ah, okay, jetzt auch noch abgegradet. Was ja was zu erwarten war, ne? Ja, nichtsdestotrotz wieder einiges an Gold gemacht, hat jetzt natürlich nicht so einen riesigen Gain-Bonus drauf. Ja, ist durchaus schon ein bisschen trickreich, dieser Boss, aber ich denke mal, mit einer anderen Klasse haben wir da vielleicht mehr Chancen. Du bist auf jeden Fall schon mal sehr klein. Du würdest drei neue Sachen lernen. So, Markus.
Na gut, aber ich denke mal, für diesen Moment soll mir das an der Stelle vielleicht dann doch erstmal reichen und diesen sagen wir mal, kleinen Sonderbonus hier auch mal am Sonntag gestreamt. Von daher, ja, denke ich mal, an der Stelle soll mir das dann für heute erstmal reichen. Wir werden das sicherlich demnächst hier nochmal weiterspielen. Ich weiß jetzt nicht, nächste Woche wird es da sicherlich nochmal einen Stream dazu geben. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, wann wir das machen, aber wird es auf jeden Fall nochmal was Zusätzliches geben. Und ja, macht auf jeden Fall schon Spaß. Und ja, ich denke mal, jetzt sind wir wahrscheinlich auch langsam so weit, dass wir uns hier ein bisschen eingewöhnt haben. Und klar, gibt noch viele neue Klassen und so zum Freischalten und ähnliches, wo wir noch viele Sachen lernen müssen. Aber ja, geht es auf jeden Fall schon mal ganz gut voran. Also wir hatten jetzt noch keine Runs gehabt, die irgendwie komplett sinnlos war. Ich hätte gedacht, mit diesen 1-HP-Typen, das wird ja gar nichts. Aber selbst das lief ja gar nicht mal so schlecht. Also wenn man sich wirklich drauf konzentriert, dann kann man da schon ganz gut vorankommen. Na gut, von daher würde ich aber sagen, an der Stelle erstmal soweit. Bis dahin.